Ja, hallo und herzlich willkommen auf den Kanal von Planet Firework. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing von mir und ich freue mich auch schon wieder, das Ganze auszupacken. Ist ja immer wie Weihnachten, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist ja immer was anderes, das ganze Zeug real zu sehen, statt nur auf Bildern in den Shops. Ne? Ja, das ist eine Bestellung, die ich bei pyroweb.de getätigt habe. Sieht man ja hier auch auf dem Karton. Und wir legen mal direkt los. Ja, das ist ein ganz kleines Paket, wiegt auch fast nichts und ja, da haben wir einmal drin Tape Match. Tape Match, unabdingbar für die Leute, die schöne Verbünde basteln wollen oder halt ein 0 Uhr Feuerwerk planen und geringe Verzögerungen haben wollen, beziehungsweise fast gar keine. No? Geil. Mehr ist auch gar nicht drin in dem Paket. Gut, kleiner Tipp da an pyroweb.de, da könnt ihr euch echt ein bisschen die Verpackung sparen. Ich weiß, ihr wollt, dass die Ware sicher und gut verpackt ankommt beim Kunden, aber im Vergleich, Jungs, ne, ein bisschen einsparen. Dann geht's weiter mit diesem schicken Paket. Ja, schauen wir mal, was wir da alles Schönes drin haben. So. Auch wieder schön Luftpolster. Ah, da lachen uns schon die ersten Sachen an. Ja, da haben wir hier einmal eine Neuheit 218 Cobra 6R Silber von Di Blasio Elio. Ja, 5,5 Gramm pro Stück. Bin ich auch drauf. Ist jetzt quasi eine Neuauflage von denen hier, oder ja, die haben wir, ja, die haben bloß 4 Gramm, genau, und die fand ich ja im letzten Jahr nicht so dolle. Schauen wir mal, wie sich die aktuellen Produktionen davon schlagen. Gibt es auch einen direkten Vergleich dann, auf jeden Fall, das Design finde ich viel, viel cooler als das normale schwarze hier. So, dann haben wir hier nochmal die Cobra 3BP4, hatte ich ja letztes Jahr auch schon. Die waren eigentlich ganz gut, aber halt, wie gesagt, man, allein dann deswegen, guck mal, Leute, die Teile, die sind hart, hart wie Stein. Ich meine, es hat nicht immer viel zu sagen, aber von Di Blasio Elio ist man eigentlich guten Stuff gewöhnt. Und da hätte ich eigentlich bei den Schwarzpulversachen auch was Gutes erwartet. Und da war ich letztes Jahr echt nicht so begeistert. Da kriegen dies Jahr nochmal eine Chance und dann mal schauen, ob das romantisch wird. Ja. Aber das Ganze vergleichen wir dann auch mit den 6 BP Silber, also die silberne Variante davon. Auch hier haben wir 4 Gramm pro Biller und hier haben wir dann 5,5, wie bei den Reibern auch. Mal schauen, auch wie die Lautstärke Unterschiede sind, so auch zu den Reibern jetzt. Mal gucken. Mann, ich bin ein bisschen verschleimt, Leute, sorry. Cobra 6 BP Silber nochmal, also das Ganze habe ich zweimal. Und dann haben wir nochmal die Cobra Mini. No. Soll ich mal aufmachen? Ich mache mal auf. Ich bin ja selber gespannt, wie die Teile so aussehen. Doch größer als ich eigentlich dachte. Aber auch ein langer Tunnel, also ungefähr hier so müsste dann der Zerlegersatz sitzen. Schauen wir mal, was die Dinger drauf haben. Da bin ich auch mal gespannt. 30 Stück sind hier übrigens drin und wir haben eine NEM-Angabe pro Stück von 1,5 Gramm. Als nächstes Snowblind Z1 oder Z1. Ja, ist ein Fächercake, 420 Gramm NEM. Könnt ihr da sehen. Bei dem Teil gibt es halt, ja, was soll ich dazu sagen, ist ein Crackling-Gewitter, ne? Also da geht es richtig ab nochmal mit Crackling. Als nächstes die Sena Broken Blue. 25 Schuss Batterie. Ja, das ist eine schöne, na, wie der Name schon sagt, Brokat-Batterie mit blauen Sternen. Ich sag mal, es ist so eine kleine Final-Cake. Ihr habt auch 500 Gramm NEM, seht ihr dort. Und das ist eine F2-Cake natürlich. Wiegt doch ordentlich was und ist größer als ich eigentlich gedacht hatte. Also auf dem Bild im Shop sah es ein bisschen anders aus. Ja, schöner Kasten. Bin ich gespannt, was für ein Donnergewitter da letztendlich rauskommt. So, das Ganze, wie gesagt, haben wir zweimal. Doch. Und dann
von Weco. Die Wild Crush Multi-Effekt Wirbelbatterie. Das ist eine 11-Schuss-Batterie. Ich weiß gar nicht, wie viel NEM die hat. Schlecht vorbereitet, Planet. Mal gucken. 182 Gramm. Da seht ihr es. Hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind ja auch bloß 11 Schuss. Und ja, den Effekt finde ich total geil. Ja. Das müsst ihr euch mal geben, das Teil. Schaut euch mal ein Video an auf YouTube. Das ist ganz cool. Oder ihr wartet halt, bis ich es hochlade. Ja, die habe ich zweimal. Und dann sind wir auch schon mit dem Paket durch. Mit dem zweiten. So. Schönes Design auch übrigens. Ja, holen wir mal das nächste Paket ran, ne? So, hier haben wir nun das dritte Paket. Ja. Mal schön aufhalten. Das muss man immer ganz sanft machen heute, weil das ist sexy Ware und das muss man auch vernünftig behandeln. So, da haben wir dann als erstes wieder eine Neuheit 2018. Gloria Coloria High-End Batterie von Blackbox. Ich finde ja das aktuelle Logo von Blackbox ziemlich geil, muss ich ja sagen. Hätte auch von mir sein können. Ja, 341 Gramm NEM, kann man dort sehen. Ist eine Multicolor-Batze, stehe ich ja tierisch drauf, also da gehe ich ja richtig drauf ab. Ne? Multicolor, das ist schon fast ein Muss bei mir geworden. Ja. Freue ich mich drauf, die live zu erleben. Habe ich leider noch nicht live gesehen. Und nochmal zweimal die Rocket Blue von Zehner. Also die habe ich ganze viermal. Ja, könnte ich eigentlich auch drin lassen schon. Ja, mehr ist auch gar nicht drin in dem Paket. Dann wird das jetzt halt eine VE Rocket Blue von Zehner. Hier. Ab zum nächsten Paket. So, da haben wir das nächste Paket. Nummer 4. Ja, öffnen wir mal wieder und wie ihr seht, wieder schön Luftpolster. Ja, meine liebgewonnenen Chipolas Trick Track von Romana Pyrotechniker und importiert von Pyro Union. Jetzt bin ich ja wirklich im Bilde, wie das alles läuft. Ja, 9,3 Gramm NEM. Ich habe übrigens gerade, mein letztes Video war der Test von dem Teil. Müsst ihr euch mal anschauen, das Testvideo ist. Das sind total geile Böller. Sind zwar etwas kostenintensiv, aber ich finde sie saugeil und die sind, solange wie man sie bekommt, auch jedes Jahr für mich dabei. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich bin ja nicht mehr so der Knallen auf Masse-Typ, sondern wenn dann schöne Exoten, so richtig schöne romantische, sexy Ausnahmeware. Ja, dann Neuheit 2018, Kavum China-Knall-Sortiment von Funke. Ja, da haben wir zweimal schön die, ich glaube, das ist die P1-Variante, ja, D-Böller und Superböller 2. Schön wäre gewesen noch ein Sortiment mit Superböller 1 und B-Böllern drin. Und A-Böllern. Also kommt vielleicht noch. Ansonsten, Funke, macht das. So, ja, Kavum-Sortiment. Das Ganze habe ich zweimal. Dann auch Neuheits 2018. Endlich die B-Böller von Funke. Da bin ich auch drauf, weil. Die Teile gehörten damals mit zu meinen Lieblingsböllern, also B-Böller an sich. Ich finde die immer, ich weiß nicht, ich finde die cool und man hat auch viel, viel mehr so in die Tasche gekriegt, weil die ja etwas schmaler sind und so, aber der Knall, manchmal war der Knall bei manchen B-Böllern heftiger als bei den D-Böllern und Superböllern. Das fand ich immer total krass damals. Ja, mal gucken, was die Teile so drauf haben. So, und dann nochmal zum Schluss von dem Paket hier, auch Neuheit 2018, Funke Böller A, aber als Reibkopfvariante. Ich bin gerade total geflasht, wie groß, also es sind 10 Stück drin und da dachte ich eher so ein, diese, ja, Weco 10er Schachteln oder so, aber die sind ja ganz schön fett, ich muss die mal aufmachen, Leute. Das ist ja der, kurz mal hinten nochmal einen Blick drauf. Wie gesagt, 10 Stück, 27 Gramm NEM oder NEC. Unbedingt mal reinschauen. Alter, Leute, gebt euch mit Plastikpoppen hinten drin. Das ist ja crazy.
Mal sehen, wie raus da. So sieht er aus. Oh, die sind schön fett, die Dinger. Funkebälle. Ah. Krass. Da bin ich echt mal gespannt, was die Dinger drauf haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ein Reibbrettchen habt ihr mit drin. Funke-Reibbrett. Nicht schlecht. Da bin ich wirklich gespannt auf den Test, Leute, was die Dinger können. Ich hoffe, jetzt so wie die aussehen, dass die Thundercracker von damals in den Schatten stellen. Ich hoffe. Ja, wie gesagt, das Päckchen ist übelst fett. Geil. Freue ich mich drauf heute. Wuhu. Gut, das war das Paket Nummer 4. Mehr ist nicht drin. Nö. Nö. Auf geht's zum letzten Paket. So Leute, für das Paket musste ich auf den Boden ausweichen, weil das ist ein ziemlich hohes Paket. Ich öffne das mal. Schön Luftpolster. Die gehen natürlich erstmal raus. Böller! Ich bin ein bisschen blöd, habe ich gerade mitgekriegt. Das ist gar kein Problem, stört mich nicht. Spaß beiseite. Nehmen wir uns mal den ersten Artikel. Spatula, 25 Schuss Batterie mit einem Kaliber 25 und 315 Gramm NRM. Haben wir genaue Angabe? Ja, 315,75. Doch, steht es. Das ist eine Batterie aus der Eigenserie von PyroWeb.de. Also die Jungs, die machen ja jetzt auch eigenen Stuff. Die Batterie kenne ich allerdings noch nicht, kann ich noch nichts zum Effekt sagen, außer das, was hier halt draufsteht. Batterie mit Blink- und Pionienstern in Kombination mit Goldpalm. Da kann man das lesen. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Kiste, wiegt ordentlich was, müssen wir mal gucken. Der nächste Artikel aus der Eigenserie ist Pyronator 2.0, aber wofür steht das 2.0? Für die, die es nicht wissen, es gab halt schon eine erste Produktionslinie und ja, das ist dann quasi nochmal die verbesserte Variante, also die härtere, ein bisschen stronger, ein bisschen mehr Futter halt hinter und von den Effekten her soll das Ganze auch ein bisschen intensiver sein. Da bin ich echt gespannt drauf, was sich da verbessert hat. Schauen wir mal. Alter Schwede, was ist das für eine Kiste? Boah, die ist schön hoch. Uiuiuiui, das ist die Hell's Kitchen. Auch 2.0. Schade, dass ich hier die 1.0 nicht kenne. Müsste ich bei Gelegenheit dann auch nochmal testen und dann vielleicht sogar direkt vergleichen, wenn man sie bekommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine große Kiste, Leute. Boah, ist schon gut. Wiegt doch gut was. 25 Schuss Batterie mit einer NEM von 500 Gramm. 500 Gramm NEM, Leute, da. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ja, also wie ihr schon mitbekommt, handelt es sich bei dem Paket ausschließlich um Produkte aus der Eigenlinie von pyroweb.de. Und das hat folgenden Grund. Die Jungs haben mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um das Ganze zu testen mal. Und auch zu bewerten. Finde ich ganz toll und ganz nett. An dieser Stelle nochmal big danke auch an dich, Bertram. Ja, der nächste Artikel ist Palmetum. Auch schon schön großer Kasten. Ich möchte wetten, 25er Kaliber, fest sich jedenfalls so an. Hat auf jeden Fall eine NEM von 496,0 Gramm. Und ist natürlich auch eine F2K. 31 Schuss, Kaliber 25, sage ich doch. Auch hier wieder die Daten von dem Teil. Kann ich auch nichts zu sagen. Ist halt eine Neuheit, 2.18, so wie eigentlich alles hier drin, auch die 2.0 Version. Und da bin ich echt gespannt drauf, was da rauskommt. Der nächste Artikel ist eine richtig fette Kiste, gebt euch das mal. Das ist die Cluster 2.0 25 Schuss Batterie, müsste eine Fächercake sein. Auf jeden Fall, das Design finde ich geil, das ist cool. Jo. Wie viel NEM? Schauen wir mal. 25 Schuss hat sie, Kaliber 30 und ey, wo ist die NEM? Will die NEM? Oh, 500 Gramm. Auch eine 500 Gramm Cake. Also schön ausgereizt. Na, da bin ich mal richtig gespannt. Ich möchte das auch mal öffnen. Das Ganze. So. Gewalt. So, Leute. Jetzt habe ich es putte gemacht. Scheiße. geil. So, da. Da ist sie, die Cluster. Schöne fette Fächer-Cake. Geil. Freue ich mich drauf auf den Test.
Ja, 30er Kaliber, da kann man immer schön was erwarten. Ja, das ist die Klasse. Und nochmal 2.0, yeah. So, nächster Artikel. Big Block 2.0. Leider kenne ich auch hiervon die 1.0-Version nicht. Dementsprechend ja, kann ich sie an Silvester natürlich für geil befinden, kenne allerdings nicht die 1.0 und weiß dann halt nicht, inwieweit die sich verbessert hat. Aber ich schaue mir mal das Video an und dann checken wir mal. Ist ebenfalls eine 500 Gramm Cake und auch ein Riesenkasten, ein 30er Kaliber. Alter! Krass. So, zum Schluss. Euphoria XL Batterie noch, aber auch eine 2.0. Ja, 13 Schuss. Goldene Feuersäulen verwandeln sich zu Titangoldpalmen. Abwechselnd kombiniert mit roten und silbernen Blinkern sowie blauen Sternen. Ja, warum nicht? Hört sich auf jeden Fall interessant an. Nur mal gucken. 325 Gramm NEM. Doch. Bin ich auch mal gespannt. Mal gucken, was er kann. Auch das Design wieder ganz geil gelungen. Ne? Ja. Leute, das war erstmal das letzte Paket. Und ich hoffe, euch hat bis hierhin das Unboxing gefallen. Es folgen noch eine ganze Menge andere Unboxings. Ne, da kommt ja noch einiges dies Jahr. Jetzt werde ich erstmal alles nochmal schön zusammenstellen, damit ihr nochmal einen Gesamtblick habt von der Bestellung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Planet!